Sie kommen die Nächste, das ist der Leon Huber. Wir wollten ja Abschied nehmen vom Leon Huber eigentlich. Und nicht richtig Abschied, einfach nur mal vorübergehend von ihm und seinem Hund. Und jetzt ist er gleich noch gekommen. Er hat das natürlich ein bisschen nicht mitbekommen, weil die ganze Zeit mit dem Pudel bürsten und so. Da kommen wir nie hin. Fußball ist Thema heute und wir haben den Herrn Peter am Telefon. Ja, hallo Frank, bin ich jetzt im Fernsehen? Nur am Telefon. Nur am Telefon. Du, ich wollte sagen, da mit dem Fußball, der ganze Quatsch immer da, der könnte da jemanden aufhören. Ich würde gleich mal ein bisschen mehr Space Night bringen oder ein bisschen Naturfilm und so Zeug. Mhm. Ja, was soll ich da sagen? Also Space Night ist schwierig. Man sieht es im Hintergrund, das, was dann da tropft, ist nicht der Wasserhahn, das ist der Fußball. Eben, den solltet ihr gerade rausstreichen. Ja. Lieber Nella Martinetti singen lassen, Tim. Nella Martinetti. Ciao, carissimo! Dalli, Nella. Ciao, Schatzi! Wie geht's? Du bist der Boss, ja. Jetzt langsam, wir fangen nochmal von vorne an. Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir sind im Ventil. Hallo. Und das Thema von heute ist ganz klar Fußball. Wir haben den Mann hier im Studio, wo die beiden Spieler, die nicht mitspielen dürfen, also die beiden Nicht-Spieler, ersetzen tut. Eigentlich der Traumkandidat vom Schorsch. Ist umstrittener Entscheid, das wissen wir. Daniel? Wie siehst du den Entscheid vom Schorsch? Ja, das ist Schweinerei, oder? Also wenn man ganz ehrlich sein will, wenn man gestern gehört hat mit seinen Ausreden, dass das wirklich er und der Matthias mal zuerst unter einem Hut stecken und dann gleichzeitig ein menschliches Problem da ist und sicher nicht fußballerisch oder sportlich, wie er gesagt hat, oder? Gut, ich habe mir natürlich auch Gedanken gemacht, muss ich sagen, aber weißt du, jetzt gerade beim Alain Sutter, ich meine, das mag jetzt ganz ein guter Fußballer sein, aber äußerlich, jetzt nur mal äußerlich, gell? Ich meine, du hast immer das Risiko, dass sich der Gegner für eine gemischte Mannschaft hält. Ja, ja gut, okay. Das lassen wir einfach mal so stehen. Aber jetzt bin ich ein Wunder, was Nella da hinten kocht. Nella, da kommen wir nachher dazu. Das ist Nella mit dem. Cosa fai? Buona da mangiare. Facciamo la pasta questa la sera. Pasta. Col mattarello. Also Nella, ciao. Darf ich nur ein bisschen Disziplin, nur einfach ein Hauch von Disziplin. Es geht immerhin um ein wichtiges Thema. Also Frank, sag mal, was sagst du zu dieser Meinung? Ja, zu welcher Meinung? Ja, vom Schorsch. Ja, also ich finde den natürlich, mir passt er nicht, ich muss es sagen. Er hat mir einen grossen Schnauz und er macht viel zu intellektuell. Ich finde, er sollte schon die Spieler nehmen, die wir haben, oder? Und für die, die wir viel Geld zahlt haben für die Werbung. Verstehst du? Also, der Knupp ist jetzt gerade ein delikater Fall. Herr Bischof, haben Sie die Glocke geläutet? Was ist? Machen wir mal hin und her. Herr Bischof, Herr Feutu, stimmt das? Ja, das stimmt. Gut. Ich finde es eigentlich ziemlich beschissen, was da der Schorsch macht. Weil mich nimmt zu wundern, was in seinem Grind vorgeht, wenn er da den Sutter und den Knopf nicht mitspielen. Ja, das nimmt natürlich alle Wunder. Aber wahrscheinlich macht er das ja, damit er dann spediert wird. Und wenn er spediert wird, dann kommt er lockerer zu einer Abfindung. Ja, wahrscheinlich, glaube ich. Ja. Ich könnte noch sagen, ich grüße alle Little Crossfucker und ich zore euch alle ab. Ja, also. Gut, also, da haben wir den Herrn Kobler. Der Schorsch Kobler von Gossau. Jawohl. Also, ich finde es eine bodenlose Frechheit, wenn da der Arthur Schorsch absicht. Man kann doch das einfach nicht bringen, als man zu klasse Spielen von der Schweiz nicht mitnimmt. Und ich würde auch finden, der Arthur Schorsch spielt gegen die Schweiz. Der ist doch für seine Portugal, also die Portugal, die in seiner EM gut sind. Jetzt muss er. Ja, das ist wahrscheinlich seine Strategie. Soll er noch einen Geheimtipp geben? Was? Weißt du, wer wahrscheinlich auch nicht mitspielt? Wer? Schappisa. Ja, den Gang geköpft. Es ist ja so. Nein, wir sollten wieder einen Trainer nehmen, der wenigstens Deutsch kann. Ich sag, Friedl Raus zum Beispiel. Es ist ja schwierig in unserer Sendung. Warte noch, Frank. Nein, warte noch. Schnauze, Fiori. Es ist ja schwierig bei uns zu unterscheiden, was ernst ist und was Klamauk ist. Aber das mit dem Chapuisat ist ziemlich ernst. Ich würde vorschlagen, dass wir morgen mal dann die grosse Schweizer Boulevard-Zeitung lesen. Dort könnte das ein sehr grosses Thema sein. Ich wundere mich eigentlich, warum Schweizer Fernsehen jetzt 10 vor 10 zum Beispiel auch das verschlafen hat. Die verschlafen ja das meiste. Obwohl es 10 vor 10 heisst. Und das haben sie jetzt also offenbar auch irgendwie ist das so verpennt. Man kann es nicht anders sagen. Herr Schweizer, sind Sie noch da? Nein. Der Herr Schweizer, der hat die Staatsbürgerschaft wahrscheinlich gekündigt.
Im Stress. Könnt ihr den Ball auch mal ein bisschen anhalten? Gut. Ja, nochmal, von vorne. Gut. Und weiter. Also er hat da noch einen Papagei mitgenommen. Das ist natürlich eigentlich, muss ich sagen, ist mit dem Grund gewesen, es ist mit dem Grund gewesen, warum der Hund von Leon Huber eigentlich hat wollen gehen. Weil er hat schon schlechte Erfahrungen gemacht mit einem Frosch. Und der war auch grün gewesen. Und jetzt bei dem hat er... also er hat, als er reingekommen ist, hat er ausgesehen wie ein Leu. Und als er rausgegangen ist, hat er ganz, also, ganz lausig ausgesehen. Wir haben hier Nella an der Nudelmaschine. Ja, die also funktioniert hervorragend. Die Pudelmaschine. Na Pudel, was? Nudelmaschine. Nudelmaschine. Siehst du, der Teig kommt langsam raus. Grossartig. Also Nella Martinetti, das muss man vielleicht an dieser Stelle ganz ernsthaft betonen, ist Präsidentin vom Pentil. Genau, das bin ich, ja. Und sie wird also in Zukunft Anliegen von allen Ventilzuschauern vertreten, in die Tiefe runterbringen, auch zu uns. Wie fühlt man sich so als frisch gebackene, genudelte, als ja, frisch genudelte Präsidentin? Ja, ich bin natürlich schon am Vorbereiten für unsere Feste und unsere Treffen, oder? Es gibt dann Nudeln und riesige Feste machen wir miteinander, mit unserer Fangemeinde, oder? Ja, die Nudeln, das wird noch eine Nudel, das ist jetzt nur Pasta. Die Adresse ist eingeblendet vom Fanclub. Nella Martinetti, nein, Entschuldigung. Nicht Nella Martinetti Fanclub. Halt, es ist wichtig, dass man das jetzt sieht. Der Fanclub von der Nella Martinetti wird integriert in unseren Fanclub. Wir haben den Fanclub en bloc übernommen. Also bitte, macht jetzt keine Verwechslungen. Ihr, die bislang Fanclub waren, sind Nella Martinetti, sind jetzt Fanclub Ventil. Das ist eine kleine Umstellung. Ja, und wie? Also nur eine kleine Umstellung. Herr Rindlisbacher, ja, Sie sind dran. Guten Abend, ich habe etwas zu einem ganz anderen Thema. Ich weiss nicht, ob Nella Martinetti auch Rindfleisch kocht. Ah. Nein, man sieht das von Weitem, es sind Teigwaren. Es sind Teigwaren. Ich habe einfach etwas wegen der Preisverstattung im Zusammenhang mit dem Rindfleisch. Ich finde, das ist doch viel zu sensationslastig. Ich finde, man muss doch auch bei so einem Thema einen gewissen intellektuellen Anspruch wahren. Da haben Sie völlig recht. Herr Rindlisbacher, sind Sie Metzger? Also, nein, ich bin... Landwirt? Ich bin nicht Landwirt, nein. Aber Sie sind nicht Geflügelzüchter, kann man Sie so mal eingrenzen? Nein, ich bin ein aufmerksamer Zeitgenosse. Und wenn ich jetzt hätte müssen, eine Berichterstattung bringen, da im Zusammenhang mit dem Rindfleischkonsum, gerade was Kinder angeht, dann hätte ich da ein kleines Gedicht. Ja, aber da meinen Sie Kinderwahnsinn und nicht Rinderwahnsinn, Herr Rindlisbacher. Herr Stocker, Sie... Schaffe, Nella, schaffe. Das ist da. Natürlich bin ich dran, du. Bitte. Hallo, Herr Baumann. Und das ist gerade nicht um Wäsche aufhängen, das sind Nudeln, die wollen wir dann noch einmal essen irgendwann. Ja, aber bitte. Ja, Herr Baumann, könnten wir das Thema Fußball und Rindfleisch verlassen? Ja, ganz andere, wichtigere Themen, die mich beschäftigen. Sagen Sie den Zuschauern mal, was Ihr Chef, der Herr Schellenberg, sich von Ihrem Einsatz verspricht. Sind Sie bloß ein Blitzableiter oder nehmen Sie Konsequenzen? Haben Sie jetzt gesagt Witzableiter? Wie? Haben Sie gesagt Witzableiter oder Blitzableiter? Nein, da stimmt etwas in der Leitung nicht. Sind Sie ein Blitzableiter? Ein Witzableiter? Nein, Blitz. Ah, Blitz. Das erste Mal habe ich es besser verstanden. Die Leitung ist aber nicht gut. Nein. Ja, dann wissen Sie, bei meiner Sendung spart man eben, auch bei der Leitung. Oder nehmen Sie konstruktive Aufträge entgegen? Ja, gern, sehr gern. Also, wenn es zweite ist, so zeigt meine Erfolgskontrolle, dass Schweizer Fernsehen zunehmend ein sozialistisches Experimentierfeld wird. Und es erfüllt seine Pflicht gegenüber dem Volk und dem Staat in keiner Art und Weise. Oder? Ja. Machen Sie weiter. Lassen Sie sich nichts anmerken. Reden Sie einfach weiter. Reden Sie weiter. Nehmen Sie Kontakt auf mit Ihrem Psychoanalytiker und reden Sie weiter. Herr Biagini! Oh, und die Gine. Biagini! Hallo! Wo ist der Biagini? Paul? Hallo, Paul! Hier? Ja, hier. Los. Jetzt haben wir immer noch Fußball. Wir sind flexibel. Also was mich am meisten gestört hat, ist die Art,
wie man diesen zwei Spielern das gesagt hat. Und fertig ist eine Sache. Der Herr George ist ja wahrscheinlich nicht der Einzige. Da hat es Hintermänner und in der Nationalliga sieht man dort ein paar Köpfe auf die Webseite tun, wo der Hebel geht. Ja. Ja, das wäre jetzt da einer dann. Aber wissen Sie, das sind ja nicht die beiden Einzigen. Ich habe es vorher schon mal gesagt. Sie werden sehen, der Chapuisa wird auch nicht spielen. Es war kein Witz gewesen. Christian! Ja. Jetzt bin ich gespannt. Ich habe nur ein Stichwort bekommen, 10 vor 10. Ja, genau. Also das schaffst gut, du dass dort? Dass da mal etwas sagt, dass die ziemlich verschlafen sind. Vor allem die Ansägerinnen, die sind völlig verpennt. Ja, das finde ich jetzt nicht. Wieso denn verpennt? Das sind doch charmant. Absolut verpennt. Das sind 10 Jahre. Und die grösste Katastrophe ist, dass der Eggenberger ist gegangen. Der, wo man noch mal ein bisschen Pepe reinbracht ins Ganze. Aber da schlafst du ja ein. Vor allem mit der Kanigau, die siehst. Echt, das ist ja... Ja, beim Eggenberger war vor allem die Gestik natürlich relativ ausgeprägt. Gewesen. Und bei den neuen 10 von 10 Damen ist mehr so... Mimik. Ja, von Mimik kannst du nicht gross reden. Oh, mit den Augenbrauen. Trauerspiel. Das Spiel mit den Augenbrauen. Ich meine, der Eggenberger wollte der Finger der Nation sein. Und jetzt, durch so Hützle, wird natürlich dann mal die Brauen der Nation. Ja, das ist halt witzig. Danke vielmals für das Statement. Dani? Hoi, Franz, das ist Dani. Jawohl, jetzt ganz schnell. Ganz schnell. Wunderbar, du hast das super gemacht, wie du das rausgeschmissen hast. Vorne, der Psycholi. Gut. Ich sehe, du hast den Sinn von dieser Sendung verstanden. Darf ich vielleicht noch etwas zu unserem Fanclub sagen? Wir haben das versprochen, wir haben im Fanclub ja auch Fanclub-T-Shirt. Und das sollte an dieser Stelle mal gezeigt werden, so ein T-Shirt. Wie viel Prozent habe ich? Nella Martinetti hat natürlich selbstverständlich ein T-Shirt gratis als Präsidentin. So. Das ist aber dann wohl klar, oder? Ist das oder? Meine Grösse, meinst du? Ja, du kannst es mal probieren das anlegen. Ja. Ist. Ja. Gut! Sehe ich gut aus? Es ist X-Large, das müsste eigentlich gehen. Noch mehr! Ja. Aber es ist vielleicht der falsche Text. Es ist der falsche Text. Ja, gib mir das, das richtig. Du musst es anders. Das tun wir dann waschen da drin, gell? Warte jetzt mal. Ich glaube, für dich wäre das T-Shirt das Richtige. Ich glaube, das ist besser für dich. So. Oh also, ja, von der Größe her sicher. Also, dieses T-Shirt kann man bei uns bestellen. Und ich würde vorschlagen, wir tun sie für 25 Franken. 25? Ja, so. Hä? Findest du zu viel? Ich bekomme wie viel? Als Präsidentin muss also, gut. Wir reden das nachher, ne? Gut. Also, das machen wir nachher. 25 Franken pro T-Shirt. Ihr könnt das bei uns bestellen, Ventil-T-Shirt. Stell dir vor, es ist Mittwoch, 22.22 Uhr und der Hebel klemmt. So, Herr Riener. Frank, das ist der Heinz. Ja, Heinz. Du, lass mal, kannst du mal deinen Sportkommentatoren sagen, sie sollen doch einmal einen Deutschen schauen, wie man Fußball übertreibt. Hast du auch schon Fußball geschaut, im Schweizer Fernsehen? Ja, ich möchte mich gerade bedanken, es sind im Fall nicht meine. Nein, aber also mit denen habe ich ja nicht viel zu tun, außer mit einem. Da zeigen sie 10 Minuten lang, wie irgendeiner vor dem Auswechseln sich einläuft und der andere dort noch ein bisschen gepflegt wird. Und zwischendrin fällt einfach etwa ein Goal, aber das ist der zufällig halt gerade nicht getroffen, weil die Kamera jetzt der andere eingeblendet hat, das gibt mir zu denken. Ja, wobei man muss der Fairness halber sagen, einlaufen ist natürlich wesentlich einfacher wie Goal schiessen. Und es ist noch einfacher, einlaufen filmen wie Goal filmen. Weil da muss man ja ziemlich wach sein. Schick doch die mal ins Randstudio, ins Deutsche raus. Sie sollen doch mal dort einen Kurs machen. Und dann könnt ihr doch aus dem grössten Löli-Match, wo ja in der Schweiz Mengen läuft, könnt ihr einen Bomben-Match drehen und nicht so einen Huren Seich. Ja, das ist gut. Also, ich glaube, die haben das gehört und ärgern sich jetzt schon. Der Andreas hat noch eine Bemerkung zum Trainerentscheid. Das hat er nicht. Was ist da hinten los? Miteinander, komm. Komm, grüß dich. Stefan, wir lassen uns nicht irritieren. Bitte. Also, es ist unglaublich. Ja, ich würde mich auch entschuldigen. Sie sind da im Fall jetzt. Ich meine, da fängt man natürlich auch den Entscheid vom George an wirklich anzweifeln. Wenn man sie als Ersatz nimmt und nachher sieht man, dass sie dann nicht einmal locker eine halbe Stunde hier rumböllen. Das kann ja fängt jeder. Und da hinten, es muss nicht schön sein. Es muss einfach gut sein und nicht am Boden fallen lassen. Und nein. So. Und dann ein bisschen vorwärts machen, das langt ja nicht einmal für eine Person. So, Herr Steffen. Herr Steffen, Sie haben eine Bemerkung zum Marienhof, ist das richtig? So,
Ja, ist natürlich klar, wenn du einige Sendungen schaust, schläft er ein. Awe Frank, bitte mehr von mir. Salve Ben Hur. Ist ein Fax, der reingekommen ist. Sehr gut. Herr Tochtermann. Ja. Sind Sie dran? Grüezi, Herr Baumann. Ich weiß nicht. Eben, ich hätte Sie wollen, dass man die Gebühren erhöht im Fernsehen. Sie wollen, dass man die Gebühren erhöht? Jawohl. Ja, das ist eine gute Idee. Weil, ihr bringt das so vielfältig. Jetzt haben wir hier Turiella Martinetti. Ich habe vorher einen deutschen Fernsehen geschaut. Und ihr bringt alles miteinander. Also romanisch und Fußball und eben. Ein riesen Durcheinander. Rundum alles. Und darum sollte man die Gebühren erhöhen, dass er das natürlich aufbauen. Das ist nicht keine schlechte Idee, aber haben Sie bemerkt? Sie haben jetzt gerade vorhin Uriella da mit der Nella verwechselt, aber das kann passieren. Nein, das habe ich nicht extra. Nein, das war ein verbaler Ausrutscher. Ach so. Ganz klar. Entschuldigung. Völlig klar. Nein, aber ich wollte nur sagen, man hat sie am 10 vor 10 gesehen. Leute, die mal bei uns im Ventil waren, haben eine deutlich höhere Chance, international Karriere zu machen. Die Uriella ist jetzt auch im Deutschen ganz gross rausgekommen und im 10 vor 10 mit einem längeren Beitrag. Ah ja, aber eben, Frau Martinetti macht ja schon lange Karriere. Eben darum haben wir ein Liebli gemacht. Aha, jetzt komme ich raus. Ja, nein, sie war schon immer eine glatte Nudel, das ist natürlich klar. Frau Konrad, Sie werden sich aufregen über das Ventil. Machen Sie es bitte jetzt. Jetzt müssen Sie nicht Angst haben und aufhängen. Nein, ich habe nicht aufgehängt. Guten Abend. Also, jetzt regen Sie sich bitte richtig auf. Ah nein, also richtig aufregen muss mich eigentlich nicht. Ich hätte nur eine kurze Frage. Ja. Ich hätte gerne eine Frage. Habt ihr nicht das Gefühl, es ist schade für den Strom, den ihr hier braucht, für die Sendung zu machen? Nein. Haben Sie noch eine zweite Frage? Nein, das reicht. Danke. Wollen Sie noch etwas sagen? Nein, eigentlich auch nicht. Danke. Adieu. Es war wenig leider. Ich hätte Ihnen die Chance gerne noch ein bisschen mehr zu sagen. Aber es hätte nicht sein sollen. Herbert. Ja, ich bin da. Guten Abend, Herr Baumann. Jawohl. Ich habe einen kurzen Vergleich, mir ist so eine Blitzidee gekommen. Oh. Und zwar geht es zwischen Schorsch und innen. Oh. Ganz einfach. Die schnelle Idee, ertrage ich die? Möglich. Ihre Sendung ist nämlich so wie ganz in der Ordnung. Aha. Ist das gut? Also wie die Schweizer Fußballnationalmannschaft. Die Sendung ist an sich gut, wie die Mannschaft. Aber jetzt kommt das. Jetzt. Wenn Sie Ihre Klasse in der Sendung so ausspielen, wie Sie es wirklich sind, dann Sie doch mit dem Schorsch duschen. Ganz einfach. Duschen mit dem Schorsch? Ja, Sie übernehmen die Nazi, er ihre Sendung. Aha, tauschen. Richtig. Tauschen, ich habe schon... Ja, duschen mit dem Schorsch. Nella Martinetti hat mich vorhin schon gefragt. Jetzt muss ich muss eins nach dem anderen. Eins nach dem anderen machen. So, ich habe hier übrigens noch eine interessante kleine Sache. Es gibt ja die Zeitung, die wird für ein Schweinegeld, produziert man die Zeitung hier. Markus, hast du sie im Griff? Ich gebe mir Mühe. Der Markus ist einer der besten Kameramänner der Welt und es ist schwierig, manchmal das Zeug scharf zu behalten. Gut, also, die Zeitung ist eine der teuersten Zeitungen der Welt. Die wird in einer wahnwitzigen Auflage gemacht und niemand liest sie. Das ist die Zeitung vom Publikumsrat und es gibt eben tatsächlich eine Vereinigung, die heisst Publikumsrat des Schweizer Fernsehens. Habe ich das jetzt richtig gesagt? Nein. Publikumsrat DRS und der Radio- und Fernsehgesellschaft Genossenschaft Zürich. Und der Publikumsrat, da liest man immer wahnsinnige Sachen über die. Also zum Beispiel, dass das Ventil nicht gut ist, dass das Ventil wohltuend ist. Oder sie melden sich auch noch zu anderen Sachen zu Wort. Also das sind jetzt, das müsst ihr einfach wissen, ihr als Zuschauer, das sind die, die eure Anliegen vertreten. Das sind im Prinzip Volksvertreter. Das heisst, sie sollten sein. Also, sie sind natürlich nicht gewählt, wie in der Demokratie eigentlich die Volksvertreter gewählt sind. Die haben sich selber ernannt, das ist schon fein. Und also die haben eigentlich keine Ahnung. Nein, wirklich, die haben gar keine Ahnung. Von nichts. Und wer dort möchte mitmachen in diesem Verein, der kann sich also auch bei uns melden, wenn er auch keine Ahnung hat. Weil die Ahnung haben, also die nur einen Hauch von Kompetenz haben, das sind ja eigentlich dann schon die am Sender sind oder gerade dann direkt sind vom Fernsehen oder Generaldirektor oder so. Also da müsst ihr vorsichtig sein. Das ist ziemlich link, das Ding. Da müsst ihr vorsichtig sein. Und einfach inkompetent. So, Pitt! Jetzt schreiben sie wieder einen langen Bericht. Ich habe eine super Idee mit der Nella Martinetti, dass die kocht. Jetzt habe ich einen Vorschlag.
müssen wir den Fanclub machen. Dann könnten wir jetzt nach der Sendung ins Studio essen, die Spaghetti, die sie da macht, oder? Also nach der Sendung, ob man nach der Sendung ins Studio könnte, die Spaghetti essen? Ja, warum nicht? Also ich meine, die Spaghetti, das sind wunderbar. Darf ich nur den Ordner? Aber nein, die Moment, kosten etwas, Moment, gell? Nein, jetzt kommt die wieder mit ihren Kosten die ganze Zeit. Ich halte es nicht auf. Du man muss da, also, unser Verein, das muss existieren. Also, nur, Markus, komm mal bitte schnell daher. Ja, komm, schau mal da. Nur, Esposition. Etwas, Esposition. Esposition elementar. Si. Also, ich meine... Glaubst du, dass wir mit dem satt werden? Nein. Hast du das auch schon mal überlegt? Das reicht ja, aber wir könnten noch eine Dose machen, oder? Ja, eine Soße. Du meinst eine Suppe mit Nüdeli, eine Flädli-Suppe. Nella, Nella, Nella. Wollen wir doch alle noch ins Studio? Ja, ich arbeite wie eine Wilde. Wir könnten natürlich... Markus, der Papagei könnte natürlich auch noch nehmen. Den wäre wieder zu haben. Den könnten wir auch noch machen. Da könnte man vielleicht... Ui, der hat schon die Antwort gegeben. Ui. Bister. Komm, schau mal, wie wir dich grillieren können, mit was für einer Soße. Da hat es zum Beispiel ganz schön. Selvatico, al Selvatico, das wäre vielleicht schön gewesen. Oder Bollo ai Profumi. Wo ist er denn jetzt? Sì, alle Frattaglie. Vielleicht, mit, wenn er so grün ist, müsste man vielleicht mit Gemüse. Das wäre vielleicht... Ein bisschen Erdbeer. Jetzt braucht kein Basilikum mehr, das ist gäbig. Ist das politisch gesehen? Das, du schaust mich nicht so aggressiv an. Du bist immerhin schon auf meinem teuren Kittel oben gesessen, gell? Ja, wen können wir jetzt kommen? Giri. Nein, schau, es hat keinen Sinn. Weil du siehst ja, wir sind da wirklich, es ist alles leicht. Vom Essen ist es ein Grenzfall, weil Nella und ich wollen natürlich vor dem Duschen noch rasch ein bisschen Nudeln essen. Leider. Frau Renz. Ich bin froh, dass Sie anrufen, weil ich habe Angst, es gäbe eine reine Männersendung. Hallo? Ja, grüezi Frau Renz. Lorenz. Ja, grüezi Herr Baumann. Grüezi Frau Lorenz. Ich wollte eben fragen, ob ihr eigentlich ein reiner Männerclub seid. Nein, ich habe gesagt, ich bin froh, Leute zu ja. Ja, also ich muss einfach feststellen, dass die Frauen sind wahrscheinlich einfach zu intelligent sind, um ihre Sendung anzuschliessen, ja. Oder? Ja, ist jetzt schwierig. Die machen wir es jetzt wirklich schwer, weil Sie haben ja schon angerufen, das ist mal das Erste. Ja, also ich bin schon die Zweite. Ja, eben, aber Sie haben ja gesagt, die Frauen sind eigentlich theoretisch, ich will nicht darauf eingehen, es ist natürlich Unsinn gewesen, Sie haben einen Scherz machen. Aber ist Ihnen aufgefallen, also ich meine, Nella Martinetti ja. Wäre ja dann auch noch eigentlich jetzt eher auf Ihrer Seite. Mhm. Wissen Sie, wie ich meine? Insofern stimmt natürlich Ihre Bemerkung nicht ganz. Nein. Darf ich Sie etwas fragen? Zum Alain Sutter, der ist auch von den Haaren her mindestens. Mhm. Wie finden Sie eigentlich die ja, Geschichte? Es geht. Für mich ist er ein bisschen zu weiblich. Ja, aber ich meine, dass er nicht mitspielen darf. Ah, das ist mir doch gleich. Das ist ja mir nicht so. Das interessiert mich nicht so verrückt. Ich finde das nicht so dramatisch. Ja. Nein, es gibt ja genug andere. Ja, ja, und verlieren tun wir ja sowieso. Genau. Was mich noch ein bisschen gestört hat, ist eigentlich das, was. Wo der Chirac da seine kleinen Sprengungen gemacht hat, dass sie dort protestiert haben und dass jetzt, wo der Schorsch tigert, niemand etwas sagt. Ich meine, dort hätte man auch ein Transparent aufhängen können. Eigentlich hätte ja die ganze Mannschaft können das Transparent aufhängen können, das wir aufgehängt haben. Und Parteien ergreifen. Ich verstehe es eigentlich gar nicht, warum sie es nicht gemacht haben. Vielleicht haben sie es nicht können schreiben. Vielleicht können sie gar nicht schreiben. Vielleicht war der Alain Sutter der Einzige, der können schreiben konnte. Ich weiß es nicht. Frau Buri! Ja. Sie finden den Entscheid gut? Ich finde den Entscheid gut. Ich finde gut, dass der Schorsch sagt, was er will. Dass er sein Konzept durchzieht und sich nicht lässt, von links und rechts beeinflussen lässt, sondern eben das macht, was er gut findet. Aber finden Sie den Entscheid richtig oder finden Sie richtig, dass er so entscheidet? Ich finde richtig, dass er so entscheidet. Und den Entscheid, den muss man dann auch noch anschauen? Den Entscheid, den kann ich nicht beurteilen. Aha. Aber Sie würden es richtig finden, wenn er einen Fehlentscheid gemacht hätte, würden Sie es richtig finden, weil er immerhin entschieden hat? Das ist dann, ja, das müsste man dann noch gut anschauen. Gut. Besserer Entscheid als gar kein Entscheid. Da haben Sie vielleicht auch recht. Also, Sie hätten die Kritik an der Nella, eine Frau, wo der Name unwichtig ist. Sind Sie noch da? Das ist die ganze Frau offenbar unwichtig. Sie hat eine Kritik an der Fanclub-Präsidentin. Ach so. Ja, es ist ganz interessant. Ja. Da haben wir Ventil, betrifft 10 von 10. Fernsehmoderatorinnen sollten repräsentativ aussehen.
Ich finde, so schlimm ist das gar nicht. Haben Sie übrigens gewusst, Kleinigkeit, Scheidung ist vererbbar? Vorsicht. Jetzt retten noch der Papagei. Frau Stirnimann! Grüezi wohl, Frau Stirnimann, sagen Sie. Ja? Ah! Hallo! Grüezi wohl, Frau Stirnimann, sagen Sie, wie leben Sie, wie geht es Ihrem Mann? Ja, grüezi wohl, Frau Stirnimann. Ja, Frau Stirnimann, jetzt langsam. Nur jetzt nicht überreagieren. Ich kann mal anschauen am Fernsehen, aber ganz, ganz fest in die Augen. Sie nennen mich über einen Röstigraben reden. Sondern Frau Stirnimann. Ich möchte Ihnen nur sagen, Sie haben eine super Sendung. Wir schauen Sie immer in der Westschweiz. Wir haben Sie sehr gern. Sie sind ein ganz flotter Mann. Aber. Und einen lieben Gruß an Nella Martinetti vom Goldigen Wagen in Neunkirch. Sie wird sicher draus kommen. Stirnimann, Sannali und die ganze Familie Stirnimann lassen Sie noch grüssen. Gut. Ah, sind das Fan von mir? Nein, halt. Fertig, jetzt Ruhe. Bitte arbeiten, um Himmels Willen. Die Sendezeit läuft uns davon. Wo haben wir? Lili ist am Telefon. Ja, guten Abend. Ah, Lili. Ja. Ich kann eigentlich nur etwas feststellen. Ja. Wie wäre das eigentlich, wenn hinten dran der Herr Sali den Böllen mit deinem Kopf würde austauschen? Das wäre schwierig, weil mein Kopf ist ja angemacht, und zwar oben bei mir. Das ging wahrscheinlich nicht so einfach. Und er hat ja schon mit seinem Böllen, der gut aufpumpt ist, genug Mühe. Ich glaube, deiner wäre auch gut genug aufpumpt. Ja. Also ich habe jetzt zwar ein bisschen abgenommen, ich habe mir Mühe gegeben, aber wir können ja offen reden miteinander. Also bitte. Ja. Dann habe ich da vielleicht noch etwas Kleines zum Thema Fanclub. Wie kann man Mitglied werden von unserem Fanclub, wenn man so ein schönes T-Shirt wette bestellen? Das kann man nur, wenn man Mitglied ist vom Fanclub. Wenn man wette informiert werden über die Aktivitäten von der Nella und über den Fanclub von der Nella, wenn man sich da so wette in Kenntnis setzen, einfach schreiben Fanclub, V-E-N-Club, dann haben wir es schon. Fanclub 8099 Zürich. So einfach ist das. Herr Meier, Sie haben etwas zum Thema Zebra. Ja, ich grüße dann eigentlich nur den Dan Patrick. Wieso? Was sind die Grüßerei? Einfach so. Das ist völlig die falsche Sendung. Weg. Herr Meier. Herr Meier. Ja, wenn man Meier heisst, ist man relativ austauschbar. Es gibt eben viel Meier, oder? Da hat ja fast an jedem zweiten Telefon einen Meier. Das ist doch auch noch ein interessanter Fall. Computermord. Ehefrau erstochen, weil sie alles löschte. Rechnen, machen weitere lustige Beispiele. Was macht die Nudeln da? Ja, schau mal, bin ich nicht ganz, also cool. Schau mal. Super, Bella. La cucina di Brissago. Wir kommen zu einem absoluten Höhepunkt. Markus, darf ich dich noch mal führen, bitte? Lass dich bitte nicht da hinten ablenken. Es ist die Sendung Ventil und nicht Kochen mit Nella. Genau. Bitte. Es hat sehr viele Leute gegeben, ich habe das über die Regie gehört, die gefragt haben, wo ist der Hermann? Das ist der Hermann mit dem Sommergewändli. Und Sie sehen, es zieht ihn automatisch zum Wasser her. Und das ist jetzt wirklich ein Tipp. Wenn Ihnen jemand vorbeikommen sollte, mit so einem schönen Fähli und sollte wichtig aussehen, lassen Sie sich nicht irritieren. Auch beim Hermann. Kleider machen Leute. Sommertrikot vom Hermann. Und wir haben das können jetzt ihm abziehen, weil wir haben ja Sommerpause jetzt dann. Bis am 28. August. Das ist auch nötig. Ich meine, nach dieser Sendung mit Nella Martinetti muss man nachher zwangsläufig in eine Kur, in ein Sanatorium, sich ein bisschen entspannen. Nicht? Übrigens, was mich immer noch ein bisschen irritiert, ist das Tropfen vom Wasserhahn. Da hinten. Aber es ist, wie gesagt, nicht der Wasserhahn, sondern es ist der Herr Sali, der unsere Schweizer Fußballnationalmannschaft an der Europameisterschaft hoffentlich würdig ergänzen wird. Mit zwei, drei jonglierenden Einlagen. Zum Beispiel dann, wenn sie ausscheidet. Und das geht ja dann nicht so lange. Du musst ein bisschen pressieren, Frank. Also Herr Wicki, noch eine letzte Bemerkung. Genau, die Passe ist parat. Ja. Herr Wicki? Ja, guten Abend, Bamon. Ganz kurz. Ich hätte eigentlich einen besseren Vorschlag, wie er der Herr vorher gehabt hat. Ja, ganz Herr kurz. Herr George, Ihren Job übernehmen und Sie seinen. Ich hätte einen besseren Vorschlag. Sie und Martinelli
Nationalmannschaft übernehmen. Martinelli. Martinelli kennen wir. Martinetti. Martinetti, bravo. Sorry. Wir beide würden die Nationalmannschaft jawohl übernehmen. Jawohl. Ja, weißt du, was ich dem Georges machen würde? Nein. Das Schnurrbart abschneiden. Jawohl. Ganz genau mit der Maschine den Rinderwahn zum Kopf austreiben. Und der Hermann, 18, der Hermann, der dort nebendran gelassen hat, sieht genau aus wie der Georges. 28. August ist wieder Ventiltag. Ich mag nicht mehr, es ist zu viel. Macht ihr alleine weiter.